Hallo? Hallo, wie kann ich wie, hallo, wie kann ich behilflich sein? Ich bin der Harald Fink von der Firma BTC. Ja, Sie hatten bei mir angerufen, ein guter Mann. Oh, dann ist die Telefon wahrscheinlich irgendwie verstellt. Mit wem habe ich denn die Ehre? Wie bitte? Mit wem habe ich denn die Ehre? Dann ist irgendwas mit der Telefonleitung passiert. Ja. Entschuldigen Sie die Störung. Ne, alles in Ordnung. Wieder. Sie haben angerufen, wo ich nicht zu Hause war. Alles klar, wieder und tschüss. Was? Hallo? Hallo? Warum hatten Sie angerufen? Ich habe gedacht, ich hätte den Anruf bekommen. Irgendwas ist mit dem Telefon jetzt passiert. Nein, Verstehen Sie? nein, ja, warte mal. Vorhin war ich bei Arbeit und da zeigte mein Telefon Anruf in Abwesenheit von Ihrer Nummer. Jetzt wollte ich zurückrufen. Fragen, warum haben Sie angerufen? Ach so. Ja, Wie? alles in Ordnung. Hm? Alles in Ordnung. Keine Alles Sorge. klar. Wie ist denn Ihr Name? Dalsim? Wie? Dalsim? Können Sie mir das buchstabieren? Ja, DH? E, A, Nix, D. D wie der Dieter. Dieter, Ja, okay, D, H, dann H wie Hitler. D, H, okay, Anton. Anton, Ludwig. Ludwig, Siegfriede. Siegfried, Inder. Dals, ja, Wie der Inder. Und dann M. I, Dals, Ja. Moment, D, H, A, L, S, Ja, und dann I wie Inder, wie Inder. I, alles klar. Und dann Merkel, wie Merkel. Merkel, das ist ja leicht. Ja. Jetzt weiß ich. Ich habe, glaube, Sie schon vorher angerufen, richtig? Und Bei der jetzt Arbeit. weiß ich nicht. Doch, 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 da haben wir dann vereinbart, dass ich Sie später anrufen soll. Es ging ich sage Ihnen, ich rufe von der Firma BTC an. Ja. Und Sie sind der Herr Dalsi Merkel, richtig? Ja. Oder? Ich glaube, wir haben gesprochen über die Strom. Haben Sie wir? haben ja in der, ja, richtig, das haben wir gesprochen. Können Sie sich noch erinnern? Weiß nicht. Da, okay, dann erkläre ich Ihnen so. Ja. Sie haben ja in der Vergangenheit bereits Ihren Strom gewechselt. Ja. Damals haben wir Ihnen versprochen, dass wir uns sofort bei Ihnen melden, wenn Ihre Energiekosten senken können, wenn wir sie senken können. Da haben wir jetzt grünes Licht bekommen. Deshalb schauen wir nochmal gemeinsam nach, was wir da Gutes für Sie tun können. Ja. So, was ist denn Ihre Postleitzahl? Das ist 19372. 1-9-7-3. 3, Wie? da 372, soll ich buchstabieren? 1-9 372. 3-3-7-2. Ja. Und das ist dann, wo ist das dann? Wo liegt das? Ziegendorf. Siegen, weil Siegendorf. So, Ziegendorf. ich erkläre, so, weil dadurch, dass ich jetzt die Vorlage weg habe, muss ich das forschen, deswegen frage ich nochmal. Siegendorf, okay. Ja. Wohnen Sie weiterhin zur Miete oder besitzen Sie ein Eigenheim? Wie bitte? Das ist sehr laut. Ich kann Sie schlecht verstehen machen. Ob Sie weiterhin Miete leben oder ein Eigenheim Ne, haben? wir haben eigenen Hausen. Eigenhaus, Ja. Eigenhaus, Eigenhaus, sehr gut. Ja, sehr gut. Wie viel bezahlen Sie jetzt für das Eigenhaus pro Monat pauschal? Wir müssen bei Bank 1.300 € Abbezahlung machen. Für Elektrik und Gas oder Ne, für den nur für Hausen, für Elektrik? den Kredit für den Haus. Nein, es geht nicht darum. Was bezahlen Sie für Ihren Strom im Monat? So, 90 € ungefähr. 90 €, genau. Und was zahlen Sie für Gas? Ah, der Bacalhau hat irgendwas um 65, 70, glaube ich. Ein bisschen weniger. Also circa, dann sagen wir mal 65, circa Ja. 65 für Gas. So, Ungefähr. das ist Gas. Und das, Ja. so, jetzt gucken wir mal. Jetzt gehe ich das in das System ein. Ja, können Sie machen. Das ist in Ordnung. Mache ich. Und was hat das System sagen? Moment, ich würde Ihnen jetzt gleich sagen, ich muss das erstmal Ihre Postleitzahl geben. Okay. 1-9-3-7-2, richtig? Nein, 1-9-3. 1-9-3-7-2, ja, Ja, richtig. richtig. Das ist Ziegendorf. 19372. Sind Sie schon So. mal bei Ziegendorf gewesen?
Nein, in der Nähe ja. Wissen Sie, warum das so heißt, Ziegendorf? Wieso heißt das so? Und das heißt, weil da leben mehr Ziegen als Menschen. Und darum haben die, Haha, das ist super. Und darum haben die Ziegendorf-Nennung machen. Wahnsinn. Das ist so wunderbar. Ja. Das sind jetzt 2000. Sind auch mehr freundlich als der Nachbar. Genau, 2800 Kilowatt sind das. Jetzt, ich rechne erstmal den Strom aus, okay? Ja, können so. Sie machen. Soll ich Ihnen sagen, was wir für Geräte haben? Neugerät oder Altgerät? Ja, gerne. Also ich habe, wir haben 11 Glühbirnen bei Wohnzimmer rum. Brauchen Sie von jedem Zimmer? Aha. Hallo? Moment. Ja. Moment, was machen wir jetzt hier? Welche Stadt waren Sie denn? Ziegendorf. Ziegendorf, Moment, schreiben wir. Ziegendorf, wie den Ziege. Mögen Sie Ziege? Sehr, natürlich. Ja, sehr Ziege. Sehr oder sehr, sehr? Ziegendorf, Moment, nein, gucken nee, wir mal. Ziege, wie die Ziege. Ah, jetzt habe ich es gefunden. Ja, Ziegendorf, jetzt habe ich es gefunden. Jetzt habe ich es gefunden, ja. Wie sehr mögen Sie Ziegen? Ich esse auch gerne Ziege. Ja, nicht nur essen, auch andere Sachen? Ja, natürlich. Ja, weil meine Bruder, da kann man da vielleicht mal Termin machen, weil der hat ganz viele Ziege. So, Sie bezahlen 90 Euro, haben Sie gesagt, ja. Richtig? Ja. So, jetzt habe ich hier was. Hier haben wir für Sie die Firma Schweizstrom mit dem Tarif Plus, der bietet Ihnen für 4, das ist dann der Anbieter glänzpreisig und sehr kundenfreundlich. Sie haben hier einen Jahresersparnis von, also der bietet 84 Euro an. Ja. Da ist aber alles drinnen. Alles drinnen. Moment, 6 mal 12. Das sind dann, Moment, das würde ich Ihnen rechnen, das sind Ersparnis von 72 Euro in Elektrik. Sehr gut, sehr gut. So. Ist das Ökostrom? Jetzt machen wir mal Gas, okay? Ja. So. Mit dem Ökostrom? Das ist dann, Moment, jetzt muss ich wieder zurückblicken. Machen wir erstmal das Gas fertig. So. Das schreiben wir jetzt wieder, weil das fehlt alles. Ja. Postleitzahl 19372 19. Weil jeder Ort hat einen anderen Verbraucher, verstehst du? 3, 7, 2. Sind wir jetzt schon bei so. Duzen? Das ist sehr gut. Darf ich dann auch Duzungen machen? Natürlich darfst du duzen. Ja, meine Bruder, so, das dann wäre. Macht mir gute Gaspreise. Okay, gucken wir mal, was wir machen können. Ja. Das war, ja. Der Ort war, Moment. Immer noch Ziegendorf. Bin ich weggezogen bei letzten 2 Minuten? Ziegendorf, super. So, ja, haben Sie mich Ziegendorf haben. Hat du mich gerade auslachen? Nein, ich lach dich nicht aus. Nein, das geht nicht auch. So, ja, Sie ja. haben da haben Sie 84, richtig? 84. Dann machen wir mal mit dem Pauschalrechner. Rechner Gas. Ja. Gebe ich mal ein. Und mach mal. So. 65 Euro hast du angegeben. Ja, das habe ich. Wie deine Name? So. Habe ich vergessen? Ich bin der Harald Fink. Harald, das ich bin Rackers. Freut mich sehr, Kennenlernung zu machen. Angenommen. Ja, 7.005, Moment, wir sind auf 7.500 ja, Kilowatt. Jetzt gebe ich das mal ein. Ja, ja. Moment. Mach mal. Du langsamer Computer. 7.005. Ich bin neu in der Branche, muss ich dir echt zugeben. Ja, wie lange machst du das schon? Sollte was sagen, der zweite Tag sage ich dir Wahrheit. Deswegen hab ein bisschen Geduld. Seit wann? Seit 2 Tagen. 2 Tage? Seit 2 Tagen. Dann sitzt bestimmt noch die ja. Teamleiter neben dir, oder? Die würde ich dann um Hilfe bitten, wenn ich nicht mehr kann. Ja, so, jetzt habe ich hier... Sitzt die daneben? Ist das eine Frau? Die kriege ich. Da habe ich... kann ich Frau und Mann besorgen? Jetzt gucken wir mal das mal. Oh, du kannst da auch haben besorgen. Jetzt, und ich kann Ziegen besorgen. Da haben wir jetzt Wemio Waldgas. Wemio? Was? Wemio. Gas aus Walden? Oder was? So heißt da die Firma. Waldgas. Wemio. Scheiß und Jack Name. Wemio, Waldgas. Waldgas, ja. Das ist dann ein Anbieter, der bietet Ihnen, oh, da ist schon ein Riesenunterschied, 58 Euro an. So, das ist dann natürlich hier
58 Euro, das ist dann von 64, Moment, Sie bezahlen 65 minus 58 ist gleich 7 Euro mal 12, da hast du ein Ersparnis von 84 Euro Ersparnis. Ersparnis, okay, ja, sehr gut. So, jetzt lese ich weiter, Herr Merkel. Was, Merkel? Hast du mich gerade Vollbeleidigung machen? Nein, Dalasi, richtig? Dalsim. Dalsi Merkel. Nix Merkel. Nur, wie nochmal? Ich habe Buchstabierung machen und letzte Buchstabe M. Darum habe ich Merkel sagen, M wie Merkel. Sagt der Merkel zu mir. Ach so, Merkel, jetzt habe ich verstanden, entschuldige. Ja, so. Herr Merkel. Bist du betrunken bei Arbeitsplatz? Nein, bin ich nicht. So, ganz wichtig für Sie, die Konditionen bleiben dieselben wie aktuell. Das heißt, keine Vorauszahlung, keine Kaution oder Umstellkosten. Das Beste für, darf ich also dich sagen, ne? Das Beste für dich, du musst nichts machen. Du bekommst alles erstmal alles schriftlich zugeschickt. Ja. Mit 14 Tagen Vergleichszeit. Das ist jetzt Kundenservice pur. Ja. Natürlich, wenn wir dann die Datenaufnahme machen, dann muss ich natürlich wieder Sie sagen, damit du mich verstehst, okay? Oh, ja, das ist okay. Aber nicht mehr Merkel zu mir sagen, okay? Nein, Merkel, entschuldige. Sie prüfen das bitte mit Ihrer Familie. Selbstverständlich haben Sie, wie gesagt, noch 14 Tage Zeit, es mit Ihren Unterlagen zu vergleichen. Und wenn alles so stimmt, wie von mir erklärt, dann heften Sie das Ganze nur noch zu Ihren Unterlagen ab. Ja. Alles Weitere kennen Sie bereits, das machen die Anbieter unter sich aus. Ja, ihr habt mich das schon mal Umstellung machen, richtig? Genau. Das Ganze sende ich an die, jetzt sag mal die Straße, weil ich habe das jetzt verloren. Welche Straße? Ja, Hauptstraße. Hauptstraße. 71. Ja. Und dann haben wir, das ist dann die 19372. Ziegendorf. Ja, so, jetzt habe ich alles. Sehr gut, jetzt kannst du das Wort Ziege aussprechen. Hat du große Lernerfolg für heute geschafft. So, um alles einmal fertig zu machen, Herr Merkel, brauche ich nicht Merkel. Sag mal, was ist deine... Habe ich nicht gesagt. Dalsi Merkel. Ich habe jetzt 20 Mal meinen Namen buchstabieren und du immer Merkel zu mir sagen. Was ist deine Problem? Nein, Merkel, Merkel. Ich heiße nicht Merkel. Magst du keinen Ausländer, bist du Nazi? Moment, hast du nicht buchstabiert N-E-L-K-E-L? Und ich habe dir meinen Nachnamen gegeben und habe gesagt M wie Merkel, weil M letzte Buchstabe. Was ist dein Problem? Dalsi ist doch der Vorname. Nein, richtig? Das ist mein Nachname. Gott verdammt noch einmal. Was ist dein Problem? Entschuldige. Meine Verbringung ist neu, bitte. Dalsi ist der Nachname. Okay, Nachname. Ich kann nicht Nachname. Zu fremden Menschen Merkel sagen. Das ist die schlimmste Beleidigung, was du kannst da machen. Mach ich nicht. Dann buchstabiere mir noch ein letztes Mal deinen Vornamen. Ja, bitte. Rakesh, wie man spricht. Rakesh. Ja, Rakesh. Richtig? Ja, richtig. Ich buchstabiere mal. R-A-K-E-S. CH. Ne, das C musst du wegnehmen. Das kannst du bei Flohmarkt verkaufen. C wegnehmen, SH. Ja, richtig, sehr gut. Dankeschön. Hat der Friedensnobelpreis gewonnen. Dankeschön, Rakesh Dalsi. Woher habe ich das Merkel? Ich weiß nicht, entschuldige. Ja, so. Hat du Insektenspray genommen heute Morgen statt der Deo? Wahrscheinlich. Um dir. Ja. Wo ist euer Callcenter? Unser Callcenter. Ja, unser Callcenter in Essen. Wo? So, in Essen. In Essen, so. Okay. Jetzt Essen. Um Ihnen deine Telefon... Möchtest du auch ein Stück Mandarine haben? Danke. Was war deine Telefonnummer nochmal? Meine Telefonnummer ist 04841. 0841. 3494. 3, 4. Könnt du bitte den Blumenkohl aus den Ohren rausnehmen? Mach ich. 3, 4, 9, 4. Ich tue das nochmal. 0841. Nee, warte richtig? Mal, hat er schon falsch gemacht. 04841. 0,
4, 8, 4, 1, richtig? Ja, 0, sehr gut, sehr 4, gut. Mutter Applaus bekommen, sehr gut. Danke, 0, 4, 8, 4, 1, richtig? Ja, sehr gut. 3, 4, ja. 9, 4. Sehr gut. Was hast du für... Ist das deine Hausnummer? Ja, das ist meine Hausnummer ist 71. Bei Hauptstraße. 71. Das ist ja deine normale Haustelefonnummer, richtig? Ja, natürlich. Super. Hast du auch Handy? Nein, habe ich nicht. Also nicht für nur zu Hause anrufen. Hallo? Pass mal auf, weißt du, was wir machen, was am besten ist? Ja. Ich rufe dich jetzt in diese Nummer an, dass wir die ganzen Datennummer hier haben. Sonst können wir dir nicht zuschicken. Und ich habe dir vorhin dreimal meine Nummer gegeben. Was ist das Problem? Nein, es ist jetzt so. Du hast ja jetzt die Nummer gegeben. 04841. Ich würde jetzt dich nochmal anrufen. Du hast schon wieder falsch aufgehört. Du hast schon wieder falsch. Nein, du hast schon. Natürlich, du hattest schon wieder falsch gesagt. 04. Nein. Sag mir da. 084141. 08. Sag mir nochmal, 08. Sag mal, was, ich möchte ja nicht unfreundlich sein, aber was ist dein Problem? Ehrlich war, vielleicht liegt es hier im Kopfhörer. Ja, 08. Kannst du mir einen Manager geben? Alles klar, einen Moment. Ja. Hallo, einen schönen guten Tag. Ja, hallo, meine Bruder. Der Kollege kann mich nicht verstehen. Ich gebe mir einen Namen, Telefonnummer geben, aber die immer falsch machen und der immer Merkel zu mir sagen. Na okay, Abkonamkia. Wie bitte? Abkonamkia. Was heißt das? Okay. Bitte? Können wir bitte Deutsch sprechen? Bitte sagen Sie nochmal. Ja, Ihren Namen bitte. Ja, Dalsim. Hallo, Ja, hallo. Die Konnektion ist nicht sehr gut. Man kann immer Ihre Stimme nicht gut hören. Ja, deswegen ist das Problem, glaube ich. Aber warum denn? Ja. Ja. Wie bitte? Hallo. Ja, jetzt tust du so. Ja, Ihre Nummer. Die Konnektion, glaube ich, ja. Die Konnektion. 08. Sollen wir auf Englisch weiterreden? It's no problem. We can speak also in English. Can you tell me your number, please? Yes, of course I can. That's 04841. 04841, yes. 694. 694, yes. 3494. 3494. Okay, we call you back now, and then after we will make it. Why do you do that to me? Don't do it. Don't do it. What's the problem? I don't get it. There is no problem. The thing is, we have to call you back to get you all your data because I have your call from you anonym, isn't it? Yes, of course. Do you want to have my social security number and birth date and address? I can give it to you, no problem. No, that's not the thing. I need to see your data. Yeah, where is your call center located? Are you in Istanbul? No, it's in Essen. No, okay. Why you talk Turkish to the other people? I didn't talk to my friend to Turkish. Oh, no, it sounds like. Okay, I'm sorry. Okay, you're welcome then. Have a nice time. Yes, so do you. And please don't scam the people. It's not nice, okay?